So, die FDP hatte gerade großen Bundesparteitag in Berlin. Wobei, bei denen heißt das ja gar nicht Parteitag, bei denen heißt das Christian-Lindner-Festspiele. Ja. Ja. Ja, es ist keine einfache Situation gerade für die FDP. Sie ist nur eine von vier Oppositionsparteien und in den Umfragen aktuell die einzig einstellige. Andererseits, man muss natürlich auch mal sehen, wo die Liberalen herkommen. Aus einem ganz tiefen Tal. Wer waren wir? Wir waren Rocky. Wir lagen blutend, schwitzend, stinkend am Boden, dass niemand mehr was mit uns zu tun haben wollte. Ja. Und daran hat sich ja im Wesentlichen auch nichts geändert. Ihr kleinen Stinker. Ja, seit die FDP Jamaika versenkt hat, fragen sich alle, wie viel echter Gestaltungswille ist denn da bei denen? Ich meine, wenn man als Partei vor einer Wahl wirbt mit »Schauen wir nicht länger zu«, um dann nach der Wahl doch lieber zuzuschauen, dann hat man ein Problem. Aber das kann man ja alles zukleistern mit feinstem FDP-Marketing-Sprech. Das Thema Diversity ist uns wichtig, weil wir mit Innovation Nation die fucking Proports in irgendwelchen Hinterzimmern genauso wie an unserem Female Morning Meeting Special Relationship anstreben sollten. Gehen Sie mal in die Social Media. Heerscharen von Blockchain-Technologie. Aber die Blockchain muss als erstes an Bitcoin denken. Und genau deswegen heißt Innovation Nation eben auch. Innovation Nation. Innovation Nation. Innovation Nation. Innovation. Herzlichen Dank. Ja, von den Machern von German Mood. Innovation Nation. Geil, was die sich immer ausdenken, oder? Innovation Nation, das offizielle Parteitagsmotto. Beim Parteitag in Berlin nicht durchgesetzt haben sich die Vorschläge Organtransplantation Nation, Akku-Aufladestation Nation und, weil gerade Saison ist, Spargel-Plantation Nation. Sehr schade. Hätte für mich mehr Sinn gemacht. Immerhin arbeitet die FDP jetzt an ihrem Frauenproblem. Es gibt viel zu wenig liberale Frauen. Aber Christian Lindner klingt fast so, als wäre er stolz drauf. Bei der FDP sind es mal gerade 22%. Wieso erklären Sie sich, dass es da doch die Partei nicht so attraktiv bis jetzt ist? Wir haben sogar bei den Wählern weniger Frauen als Männer. Toll! Hut ab, Alter! Verdient! Ja. Lindner nennt Frauen übrigens wörtlich das ungehobene Potenzial der FDP. Ich glaube, sowas hört jede Frau gerne, oder? Schatz, du bist ungehobenes Potenzial. Wieso Kartoffeln? Tatsache ist, um wieder durchzustarten, braucht die FDP in dieser historischen Situation tatsächlich dringend mehr Frauen. Dringend, meine Damen und Herren. Man könnte auch sagen, die FDP leidet unter einem dramatisch niedrigen BH-Wert. Ja. Jetzt ist aber auch gut. Dabei hatten die 1972 vor allen anderen Parteien die Gleichberechtigung in ihrem Programm, die Liberalen. Lang ist's her. Ich suche eine neue Partei. Aber eine, die auch regieren will. Nicht so Verpisser. Alle 11 Minuten tritt wieder keine Frau in die FDP ein. Ich FDP schippe nicht. Ja, da haben Sie ein Problem. Ansonsten, und das hat mich verblüfft, ist die FDP neuerdings für Europa. Das ging aus diesem Parteitag hervor. Sie sind jetzt für Europa, was ganz lustig ist, weil die Liberalen ja unter anderem wegen zu viel Europa Jamaika haben platzen lassen. Aber jetzt sind sie voll die Europäer. Und zwar nicht wegen Lindner. Nein, die wirklich visionären Ideen in der FDP hat immer die Drohne Willi. Ich brenne für Europa. Das ist auch meine Grundhaltung. Und heute ist dieser Funke auch auf Christian Lindner übergesprungen. Ich begrüße das. Ganz genau. Ach, wie schön, dass es ihn noch gibt. Rudi Rentschler. Die Drohne Willi. Schon allein wegen ihm dürfen die Bienen niemals aussterben. Der FDP-Parteitag von Berlin hat uns übrigens auch eine sehr aufgeregte Diskussion geschenkt. Dürfen Ausländer bei uns einfach so Brötchen kaufen? Ja? Und wie viel Angst macht uns das? Haben Sie wahrscheinlich gelesen. Christian Lindner hat da in seiner Rede so eine Bäckerei-Anekdote erzählt. Und über die haben sich anschließend viele Journalisten wahnsinnig echauffiert. Unser Kulturchef Dietmar Wischmeyer hingegen sagt, das war gar keine Provokation, das war Kunst. Christian Lindner,
Ausnahmepolitiker, Künstler, Mehrfachbegabung. Berühmt geworden als Fotodesigner. Hier sein Meisterwerk zum Ende der Jamaika-Verhandlungen. Es trägt den Titel Macht ihr mal, ich hau in den Sack. Nun überrascht uns der gereifte Lindner mit einem schmalen Erzählungsband. Dunkle Gesichter, die auf Brötchen starren. Es enthält nur die gleichnamige Novelle. Die Handlung ist schnell erzählt. Der Held steht in der Schlange beim Bäcker und wird Zeuge, wie ein zwielichtiger Kunde mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt. Was will uns der junge Autor damit sagen? Geht es hier wirklich um Backwaren oder doch um die Urangst des weißen Mannes vor dem Raub blonder Frauen durch notgeile Migranten? Hier filigran gekleidet in eine Brötchenmetapher? Wir wissen es nicht. Wenn einer in völlig unverständlichem Deutsch sein Brötchen bestellt, kann das auch Rainer Brüderle sein. Ist Lindner ein Rassist? Natürlich nicht. Seine FDP hat immer schon zwischen nützlichen und unnützen Menschen unterschieden, unabhängig von der Hautfarbe. Man weiß halt nicht, ob der dreiste Brötchen-Wegmampfer der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Kurz gesagt, B-Ware, die er nicht zu suchen hat. Lindners Erstlingswerk verzichtet radikal auf Spannungsbögen oder gar Pointen. Vielleicht lässt es sich aber lesen als eine Art Handlungsanweisung. Wenn Sie, liebe Zuschauer, irgendwie ausländisch aussehen, dann können Sie bei uns nicht einfach so zum Bäcker gehen. Da kriegen die deutschen Kunden natürlich Angst. Ist ja klar. Mein Tipp, geben Sie sich als nützlicher Ausländer zu erkennen. Oder noch besser, prahlen Sie mit Ihrem monatlichen Nettoeinkommen. Dann sind alle Ihre Freunde. Es sei denn, Sie bestellen kackfrech die letzte Nussecke. Muss das eine Nussecke, bitte? Das macht man nicht. Hey, geh zurück nach Indien, Menschenskinder, was soll das? Christian Lindner, ein spannender junger Autor, den wir im Auge behalten. Bereits in Vorbereitung sein erster Roman. Er trägt den Titel Hallo Mädels, kommt ein blinder Asylbewerber in ein Fischgeschäft. Bleiben Sie gesund und Augen auf beim Brötchenkauf.